sag, ich fahr zum Klassentreffen. Genau, das sage ich. Zum Klassentreffen nach Burghausen? Das glaubt ihr dir nie. Freilich glaubt ihr das. Das hab ich schon lange nicht mehr gesagt. Das ist außerdem eine Frage der Interpretation. Da schaue ich es ganz lieb an. Und dann sage ich: Zum Klassentreffen. Nach Burghausen? Zum Klassentreffen? Ja, freilich. Weißt du denn das nicht? Da bin ich noch jedes Jahr hingefahren. Gebärlich. Am Samstag kommen doch meine Eltern. Ja, mein Herr, das tut mir leid, aber der Termin steht. Das wird jetzt so blöd ausschauen, wenn ich da als Einziger nicht kommen könnte. Also, ich muss dahin. Nicht? Ob ich mag oder nicht. Aha. Also gut. Dann lade ich meine Eltern für den Sonntag. Genau, also, das machst. Und dann verbringst du einen schönen Tag. Dann könnt ihr in den Biergarten gehen, wenn das Wetter hält. Und wenn es regnet, dann tut es ein bisschen Fernsehen schauen. Ja, du aber schon auch. Ja, aber da bin ich ja noch gar nicht da. Weil ich komme ja erst am Montag in der Früh zurück. Hab ich dir das nicht gesagt? Das hab ich dir doch gesagt. Ja, jetzt hast du mir's gesagt. Aber ich hab dich schon verstanden. Wenn dir dein Klassentreffen wichtiger ist als ich. Ja, meinst, ich fahr gern dahin? Sind da Frauen auch dabei? Nein, nein, das ist eine reine Männersache. Da brauchst du nichts denken. Das tät dir passen, wenn ich mir nichts denken tät. Sag mal, musst du halt nicht zum Singen. Du brauchst gar nicht ablenken. Geh, komm. Schaut die Anten.